Was Leute, und ganz Styles and Trends, heute wieder Customized Gun Tag. Heute ist Montag, heute ist mein freier Tag. Ich werde das heute nutzen, um euch wieder einmal was richtig Cooles zu zeigen. Nämlich, ich habe die Idee gehabt, ein G-Star-Hemd für euch anzupassen oder für mich erstmal anzupassen und euch zu zeigen und das natürlich dementsprechend zu dokumentieren. Die Location hat sich hier kaum geändert. Ich bin wieder bei meinen Eltern daheim und habe mir ein bisschen Zeit genommen. Wie ihr seht, ich bin schon sehr warm angezogen. Es ist kälter geworden und es ist die Zeit, um ein Halbarmhemd zu zeigen und customizen. Nein, Quatsch. Ich werde euch das heute zeigen, wie ihr das auch winterlich kombinieren könnt. Und wie gesagt, das Hemd hängt jetzt bei mir auf der Arbeit schon länger auf dem Ständer. Ich habe es jetzt mitgenommen, die war reduziert. Die ist ganz in schlicht in Blau mit den weißen Knöpfen, den beiden Brusttaschen hier. Das kennt ihr bei G-Star. Dieses hier ist kein Jeanshemd, das ist eine Baumwollware. Ich werde vorher nachher Fotos auch auf Instagram posten, da könnt ihr euch das auch ansehen. Das hier hat einen ganz normalen Kennkragen, Halbarm. Es passiert so gut wie nichts, so wie immer Leute. Also wir lassen ein bisschen Spielraum für Kreativität. Ist alles sehr clean und fast schon langweilig. Und dazu dann ein Basic-Shirt von Drycon, den ich auch noch ganz kurzerhand mitgenommen habe aus meinem Kleiderschrank, den ich dann auch individuell anpassen möchte, weil ich wirklich sehr viele schlichte T-Shirts habe, das werde ich anpassen. Und ich würde sagen, in so einer Stunde ungefähr werden wir uns gleich sehen. Customize Guns, Styles and Trends. Bis gleich. Nach einer Stunde kann ich euch sagen, Leute, ist es mir gelungen, was Individuelles hervorzubringen. Richtig geiles Teil. Ein Hemd aus Baumwolle, G-Star, individuell angepasst, meinen Wünschen. Das kann ich natürlich bei euch auch machen, aber nicht so abgespaced wie bei mir. Denn, schaut euch das mal an hier. Ich habe es mit solchen diagonalen Strichen angepasst. Die Fotos auf Instagram werdet ihr dann auch sehen. Hier im Abschluss noch mal ein bisschen ein paar Effekte. Hier auch so ein bisschen destroyed im Abschluss. Schaut euch das an hier mal. Schau mal hier. Einmal aufgerissen. Ja, ist richtig cool geworden. Also Schulterpartie auch ein paar Effekte mit reingebracht. Die Knöpfe bis hierhin gelassen. Ne? Hier auch so ein bisschen destroyed an den Ärmeln. Und natürlich was ganz Besonderes, ein Mao-Kragen draus gemacht. Also den kompletten Kragen abgeschnitten und einen Stehkragen draus gemacht. Hier noch mal hinten ein paar Effekte noch mit reingebaut. Schulterpartie ist destroyed und die Ärmel hatte ich ja schon erwähnt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ihr das Ganze kombiniert mit einem Basic-Shirt. Denn da musste ich so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Darum habe ich so großartig gar nichts gemacht, sodass das Ganze so ein bisschen Ruhe reinbringen kann. Und ich zeige euch das mal, wie ich das am besten oder wie ihr das am besten kombinieren könnt. Denn ich habe so gemacht, dass ich da ein Sweaty drunter trage von Diesel, so ein Basic-Teil. Das wäre jetzt so ein Outfit, was ich morgen für die Arbeit auch anziehen könnte. Was ich auch wahrscheinlich machen werde. Und ihr seht das hier, so schichtweise kombiniert mit dem Basic-Shirt, mit dem unifarbenen, also einfarbige Shirts, bringt ein bisschen Ruhe rein, weil das ist jetzt hier schon ein Statement, das seht ihr hier, ne? Auch hier, das habt ihr auch gesehen mit dem Destroyed. Und wie gesagt, so ein Layer-Outfit, das ist immer ganz interessant. Und jetzt zum Herbst-Winter wäre das eine Idee, wie ihr das machen könnt. Und hier drunter passiert was, Knopfleiste ist auf, alles komplett offen. Ihr könnt es natürlich auch unterm Sakko tragen, komplett zu, ab hier dann offen mit dem T-Shirt drunter. Leute, ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen geholfen an Inspiration, an Ideen, wie ihr das machen könnt. Es hat mich wieder mal gefreut. Customize Guns, Styles and Trends, um und gun. Danke an alle Abonnenten und an alle Fans von mir. Ich bedanke mich bei euch und meinen Followern. Auf Instagram werdet ihr dann die Bilder finden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis demnächst, Leute. Bleibt authentisch und echt.